Muss ich meine Player Base? Muss ich meine Player Base? Ihr verarscht mich doch gerade komplett. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Dance Tots und Schnattig. Heute Dance Tots meine Weekend League Rewards. Zur Rush-Promo. Habt ihr gehört, wir ziehen Kylian Mbappé oder Cristiano Ronaldo für Petlat. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Follow da. Der Dance ist, ja, die ganze Weekend League war unterstützt von der Pizza La Mia Grande, Freunde. Wir haben uns heute eine leckere Salami-Pikante-Pizza schmecken lassen. Ja, wir gehen jetzt rein. Teambewertung folgt dann auch noch. Ich zeige euch auch ganz schnell einmal meine Taktik. Ich habe keine Fünferkette gespielt. Und wenn ihr Ehrenmänner seid, dann setzt ihr euch jetzt auch die Krone aus. Nämlich für Bobby, Charlton, unseren König, Freunde. Wir gehen rein. Wir fangen natürlich an. Team of the Week Packs. Ich bin großer Uruguay-Fan. Valverde, 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 Wortort? Komm, hier ist Bot. Wer ist das denn? Pop? Ist Pop, Alex Pop? Hm, kein Doppelwortort, aber boah, wie die reinkützt, wie der reinfliegt. Meine Alex Pop für Back, Back, Bene, Freunde. Nämlich mit, so, jetzt mit der Nase. Valverde, 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 das ist Fede Valverde. Das können wir skippen. Das ist kein Wortout. Schade, Niklas. Johnny Burkhardt, die können wir alle abstoßen und fort. Ein linker, linker Platz ist wer? Da wünsche ich mir den De Jong her. Boah. Gutes Pack, doch, muss man sagen. Lauter 84er und 83er. Okay. Bunt! Dein Wortort! Mariona! Ich dachte Maradona! Okay, jetzt mit der Nase auf ganz schnelle Welle, weil ich cool bin, Chat. Weil ich cool bin. Letzte Woche hat das Gamepad übrigens einen Road to the Glory-Spieler gegeben. Und nämlich Bartola. Jetzt mit der Nase. Bunt! Bunt! Wortort! Torwart ist immer toll. Ja, geil. Oblat. Schmattoflatz. Oh, ist das geil. Nam, 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 nam. Komm, machen wir doppelte. Und Oshimen. Und jetzt mit Anlauf, okay? Jetzt mit Anlauf ins Hero-Pack. Haha. Yippee! Party! It's is Party Time. ZOM Natata. Danke, E-Sports. Cool, nicht cool, E-Sports. Aber hey, ist nicht der schlechteste. Hey, der kostet 180.000. Ist ein Macher, hab ich gehört. Ja, der hat richtig viele Blasters. Aber hey, Chat, der ist bestimmt besser als Bobby Charlton. Der hat auch Motor, plus, plus. Richtiger Macher, der Mann. Ich zeige euch aber zum Abschluss noch ganz kurz mein Team. Mit dem habe ich 11 Siege übrigens geholt. Wir sind 10-1 gestanden. Haben dann leider zweimal Verlängerung verloren. Wollen wir nicht drüber reden, aber gut. War so im Tor Courtois richtig gut gewesen. Der hat diesen Playstyle hier, das hier zumachen. Der rennt dann immer raus. Das ist auch noch gut, wenn die das haben, aber der rennt dann immer aus dem Tor. Rush out. Der ist geil, Chat. Gebe ich eine 1-2. Ich glaube, ich fand Ali so einen Tick besser. Dann Theo Hernandez. Beste Linksverteidiger im Spiel, habe ich quasi nie ausgewechselt. Brauchen wir nichts zu sagen, Macher, nur die 1. Aha, Araujo hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Manchmal hat er ein bisschen komische Pässe gespielt. Vielleicht liegt es auch hier, also Passspiel war manchmal ein bisschen Quatsch. Defensive war der aber krass. Varane, also ich würde, glaube ich, Araujo so eine 2 geben. Varane, muss ich sagen, fand ich noch besser. Auch hier wegen R1-Druckpässen kann man mit dem spielen. Dieser Angelharten, Waschbär, alles da, Ariel, der dritte 1-Chat, Geisteskrank. Dann Kunde habe ich einfach auf hinten bleiben quasi gespielt, also als richtiger Außenverteidiger. Ich muss sagen, ich fand den richtig gut. Der hat mir mega gut gefallen, hier Außenverteidiger plus plus. Trick Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt ja auch mindestens eine 1-2. Dann habe ich Valverde gezockt. Mal gucken, wie so dem seine Stats sind. 5 Vorlagen. Hab jetzt nicht so oft mit dem geschossen. Der hat eher den defensiven Part bei mir gezockt. Ich fand den aber geil. Auch eine 1-2. De Jong Gold war ein bisschen schlechter. Den habe ich immer ausgewechselt für Thuram.
Hat auch zwei Vorlagen, ist jetzt auch nicht so viel Chat. Ist halt eine Goldkarte, was wollt ihr da erwarten? Ja, gebe ich eine 2-. Ich finde ihn aber preis-leistungstechnisch den besten von den Goldkarten. Und jetzt kommen wir zum König, warum ich hier auch eine Krone auf habe. Sir Bobby Charlton, Freunde. Der hat gar nicht so krasse Stats, aber der hat Technik. Der hat First Touch. Der hat Trivia, der hat Quickstep, der hat Longball, der hat entscheidender Pass, Powershots, geisteskrank. Der hat so Spaß gemacht, Chat. Der hat so Spaß gemacht. Mega geiler Spieler gewesen. Jetzt ist die Krone vor. Den werde ich auf jeden Fall behalten und nochmal eine Weekend League zocken. Der hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich außen gespielt Leao. Gute Stats, muss ich sagen. Kostet auch immer noch fast 500k. Sprengboost, mit dem immer noch OP. Dann Hansen, auch die ähnlichen Stats. Für Außenchat auch mega, die Frau macht einfach, die ist einfach konstant, die macht Spaß. Also hier, Bobby kriegt eine 1+, Leao kriegt eine 2+, Hansen kriegt eine 1-Chat. Und dann habe ich im Sturm Vinicius gespielt, immer noch richtig, richtig geil. Natürlich kann man sagen, okay, vielleicht, er hat Sturmstoß Profi Plus, vielleicht gibt es von den Laufwegen her noch ein, zwei bessere, dass er den Ball mal noch ein bisschen mehr festmacht vom Torbe her. Aber an sich hat Bock gemacht. Zeig euch noch einmal ganz schnell meine Taktik. War das die 4-4-1-1. Da seht ihr es auch, wie ich mit Ball gespielt habe. Hansen, Leao quasi so ein bisschen in der Mitte. Bobby, Valverde ein bisschen tiefer als De Jong. Ich habe wirklich probiert, den Spielern auch so ein bisschen die Rollen zu geben. Theo offensiver als Koundé und dann eben hier denen den Ball, ganz klassisches 4-4-1-1, 71er Tiefe. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, das Team. Ich gebe dem Overall eine 1-. Wenn man sich die Wüten ein bisschen aufteilt, wären wahrscheinlich 13 Siege möglich gewesen. 15-0 ist brutal, also Niveau in der Wüten League ist Wahnsinn. Ich würde sagen, ich hab euch lieb. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert mit Lamia Grande auf die 1 für den perfekten Crunch. Wir testen es noch einmal. Habt ihr es gehört? Die lasse ich mir jetzt noch schmecken und damit bin ich raus. Hab euch lieb.